Ja, 420 Sonderelement, ja. Die 420 sind wichtig. Die Kulverwaffen waren sowieso zu dem Zeitpunkt stark. Und dann kam Iceborne, da waren die Kulvertauerwaffen nicht mehr stark. Und ich habe Iceborne bis heute immer noch nicht gespielt. Wird langsam Zeit. I guess. Ich bin auch froh, dass ich nichts weiter von dem Spiel vom Iceborne gesehen habe. Ist im High Rank, ja, ich weiß. Ich weiß, dass sie im High Rank die stärksten Elementarwaffen sind, aber wie gesagt, seit Iceborne sind sie halt nicht mehr so stark. Wieso sieht man nochmal? Ach so. Ich schwöre, ich habe Game-Erfahrung, okay? Das da haben wir schon teilweise. Aber definitiv abgefallen. Ich hatte sehr viel Spaß mit meinen Freunden, als mir Dings. Hat gerade meine Katze den Helm verloren und wiederbekommen oder wa hä? Das sah gerade richtig weird aus. Ich meine Hauptwaffe ist Schwert und Schild, also Großschwert ist für mich absolut Krebs. Ich habe Monster Hunter Generation Ultimate nicht gespielt. Wo ist die Ratian-Fußspur? Hallo? Ich hasse diesen Ort nicht, ich sehe hier nichts. Ach, da unten. Wenn wir schon dabei sind, können wir gleich das Zeug mitnehmen. Hey, jetzt haben wir uns gefunden. Hui. Ja, 2018 Monster Hunter World Iceborne, was ich nicht gespielt habe. Da hinten ist Navatian. Kulu! Kulu! Hallo! Kulu! Kulu! Das sah jetzt überhaupt nicht weird aus oder so. Nee, nee. Das brauchtest du bei Try Ultimate auch. Und spätestens ab. Ja, Kudo, steck deinen Kopf in den Boden. Ja! Oh, nice. Ich liebe es. Manchmal habe ich das Gefühl, Kulu macht das mit Absicht. Lass mir die Falle reinrennen. Sind deine gespielt, die Monster Hunter Game auch öfter nicht, aber du mehr. Ja, irgendwann bist du halt einfach ausgedient. Irgendwann ist man einfach mit Monster Hunter ausgedient, wenn man ehrlich sind. Ich wollte einfach die Rolle machen. Ich wollte einfach nochmal angeben. Kulu liebt Schockfallen. Ja, Kulu liebt nicht nur Schockfallen. Sag mal, wie lange bist du denn betäubt? Hallo? Warum habe ich gerade ein Diablos gehört? Ich bin mit Dark Souls ausgedient. Hab's zu oft und viel gezockt. Ich habe mit Dark Souls 3 ausgedient. Ich bin froh, dass ich es vorgestern durchgespielt habe.
Dark Souls 3 ist in meinen Augen echt der schwächste Teil von den dreien, die es gibt. Aus der Trilogie. Ich will gerade bloß mit der Nase kratzen. Okay, ich dachte, da hinten ist irgendein neues Monster, was ich nicht kenne, aber nee, da steckt einfach nur zwei innen drinne. Ich finde zwei am schlechtesten. Das haben wir schon. Ich finde zwei am besten. Weil du kannst in zwei so viel machen. Das ist so unglaublich. Das ist viel geiler. Eins ist für mich so das Mittelding. Weh. Aua. Ja, das stimmt, dass jeder seine eigene Meinung hat, aber viele Dark Souls-Fans sind so, hey, du machst mein Dark Lieblings-Dark Souls heilig. Wie kannst du Dark Souls 3 beleidigen, den besten Dark Souls-Teil überhaupt? Was wagst du es dir? Das ist so. Es ist sehr ermüdend manchmal. Aber hey, Bloodborne war. Fand ich richtig gut dafür. Wenn wir jetzt von From Software spielen, zumindest ausgehen. Und dann hat es auch schon aufgehört. Als ich am From Software spielen derzeit gespielt habe. Guck mal, eigentlich habe ich einen Hammer. Wie kann ich es mit diesem Hammer nicht schaffen, einen Stein durchzubrechen? Warum liegen hier so viele Stechkapseln? Hey! Papier! Aua! Gut, stehen! Ich wurde letztens in Dark Souls 3 invaded, der mit einem kruden Edelstein gespielt hat. Warum bin ich da reingerannt? Der, ich habe es auch gemerkt, dass er ein sehr erfahrener Spieler ist, weil er perfekt die Abyss-Watcher-Waffe parryen konnte. Das würde jetzt ein neuer Spieler nicht gerade so unbedingt hinkriegen. Oh ja, hallo Kudo, der. Alter, meine Katze, was ist denn falsch mit dir? Pixel Perfect Schockfalle. Holy shit, Alter. Naja, okay, Katze ist auf einem anderen Level, I guess. So, ganz kurz nachlesen, was ihr so schreibt. Ich mag Souls Games. Ja, kommt auf das Souls Game an. Nein, das ist was wegen so anderen deine. Meckerung auf, obwohl du keine Ahnung hast, warum es so ist und obwohl du keine Rechte dazu hast. Ja, es ist halt, ne, die Souls-Community. Oder allgemein die Hardcore-Fans, wenn du denn irgendwas sagst, so, hey, das und das ist nicht gut, du bist einfach nur geblendet, du hast gar keine Ahnung, du bist einfach nur scheiße in dem Spiel. Oh, das ist, ja, solche Menschen liebe ich. So. Ja, dann hatte ich vor Release Elden Ring, will ich auch noch spielen. Elden Ring. Ja, das ist halt. Das sind halt Hardcore-Fans. Die sind halt. Die vergöttern ja ein Spiel. Und wehe, oh wehe, du sagst was dagegen. Was hältst du von der Galbock? Ich weiß nicht, was es ist. Kann ich googeln? Ich google schnell. Alter, das ist eine irische Melodie-Waffe. Ui. Alter.
Ja, das ist auch da. Oh, ja. Weil wir gerade bei dem Thema sind. Das ist auch das, was so viele kritisiert haben. Ey, wehe, du spielst einen Elden Ring als Zauberer. Oder wehe, du benutzt Katana. Oder wehe, du spielst damit. Gibt's auch viele, die sowas kritisieren. Hey, mein Ein, das ist ernst, das ist fast. Das wird schon mal durchgespielt. Hey, Rüstkugeln Plus, nice, wir können unser Dinges verbessern. Kann ich mal eine normale Kudo. Muss jetzt aber wieder los. Dann einen schönen Abend. Schönen Abend noch. Und danke, dass du reingeschaut hast. Achso, auf Twitter könnt ihr abstimmen, welches Soulslike ich als nächstes spielen möchte, falls es irgendwem interessiert. Ich glaube, die Auswahl steht Dark Souls 2, Bloodborne, Remnant from the Ashes und ich glaube, The Surge. Ich glaube, The Surge 1 steht zur Auswahl. Moment, ich schau nach. Ich hab's vergessen. Siehst, ich hab das den Pull gemacht, aber ich hab's schon wieder vergessen. Nice. Ich kann mich nicht mal meinen eigenen Dings merken. Ah nee, Nio war's. Jemals ist das Alter, hab ich nicht. Wie wär's mit Remnant? Remnant habe ich zwar schon durch, aber würde ich, wie gesagt, steht zur Auswahl. Wenn wir mal zusammen uns darüber zocken, bestimmt, irgendwann, das trifft dich irgendwann ein Zeitpunkt und eine Mondphase, wo das fähig ist. Ich habe keine Lederhaut bekommen. Nice, nochmal Kudu. Let's go. Du kannst auch, falls du Discord hast, einfach den Discord beitreten und da kann man sich austauschen, weil ich muss auch ein bisschen aufpassen wegen meinen Schichten und hast man nicht gesehen. Kann man auch irgendwann auch mitzocken? Dann ich habe keinen Discord. Ich habe, wenn ihr auf PC schaut oder so, unten einfach auf das Panel drücken. Unten im Stream ist ein Panel, da könnt ihr draufklicken, da ist der Discord-Invite-Link und da kommt ihr drauf. Und ja, gebe ich alles. Ich hau auf Handy. Verdammt. Moment. Ich gucke, ob ich den Einladelink finde. Das wollte ich schon vor 10 Jahren mal machen. Ja. Gut, dass ich das noch nie gemacht habe. Wenn man einmal den Discord-Link braucht. Mal gucken. Ich hoffe, der Link funktioniert. Hoffentlich. Das ist zumindest der unten angegeben ist. Ach ja, gut vorbereitet und so. Bester Streamer. Ich bereite es dann heute noch vor. Ich mach nach Monster Hunter E. Ich denke, wir fahren jetzt noch mit den Hammer und dann. Werde ich die Video runterladen und die nächsten Videos hochladen. Noch ein bisschen YouTube-Kram machen und nebenbei, keine Ahnung, Persona spielen. Spiel zu viel Persona, Send Help. Darf ich bloß nicht vergessen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich denke, ich kann es mir merken. Kreis drehen. Ich kann meine Effekte mal noch lernen. Ja, Persona 5 Royal. Bin ich derzeit noch nebenbei am Spielen. So, hin und wieder, wenn ich Videos mache. So, Evensack. Dann schönen Abend. Es ist definitiv nicht das beste JRPG, was ich gespielt habe, aber es ist ein gutes JRPG.
Und verstehe, warum Leute gesagt haben, es ist das beste JRPG. Es ist zwar nicht, aber zumindest für mich nicht, aber ich verstehe den. Oh, hey. Oh, nice. Lucky. God damn. Das ist mir tatsächlich sehr selten in dem Spiel passiert, dass ich bei diesem Spot hier lande. Ich sehe eine Bar oder eine Kuhle da unten. Das sieht sehr interessant aus. What the fuck machen die da? Oder kommt man hier normal hoch? Oh, man kommt hier sogar normal hoch. Oh, ich weiß, wo wir Rüstkugeln herkriegen. Ha! Nice. Cool. Halt. Haben wir das Zielmonster erkundet? Ich meine, das macht Sinn eigentlich, dass wir das hier auch noch besorgen. Wenn wir den Hammer haben, können wir vielleicht einen cleanen Übergang machen. Zu den rosa Rattian. Wenn man 2 Ultimate gespielt hat, weiß man ganz sicher nicht, weiß man bestimmt nicht, welcher Rattian hier gemeint ist. Das ist ein ganz geheimes Mysterium und so. Also die Wildtürme ist sowieso die beste Brot- und Spuren zu sammeln. Gerade für Rattian. Ja, vielleicht können wir den nächsten Kudo haben wir ja auch noch machen. Mal gucken. Werden wir ja sehen. Oh hey. Futterplatz. Nee, man kann bestimmt irgendwann mal zusammenspielen und so. Das ist definitiv möglich. Nur wird eher weniger, weil viele halt ne, Eisborn-Zeug hat und ich habe kein Eisborn. Ich besitze es nicht mal. Ich habe es auch meinem besten Freund versprochen, dass ich es mit ihm zusammenspiele. Das ist auch einer der Gründe, warum ich es zum Beispiel schon nicht spiele. Oder ist zumindest herauszöger, besser gesagt. Ja, wie viel Zeug liegt denn hier bitte? Ah, wir haben eine Spur. Wir haben eine Fährte. Monster Hunter Rise habe ich auch noch nicht gespielt. Da bin ich auch spoilerfrei durchgekommen bis jetzt. Was mich sehr freut. Ah, da hinten ist er. Hab ihn gesehen. Hulu, ich komme. Kudo, wir stehen. Warte auf mir. Nobody expect the Spanish Inquisition. Ultimate war aber sehr lustig. Vor allem, auch wenn wir nicht weit gespielt haben, der Master Rank war halt sehr unterhaltsam. Ich war früher bloß so ein richtig harter Pleb und wollte nie vergiftet werden. Deswegen habe ich immer eine giftnichtige Richtung getragen. Die Volgi-Rüstung sah aber cool aus. So dieses Western-Style-ähnliche. Hatte schon was. Ich fand allgemein 2 Ultimates Rüstungsdesign cool. Und die Waffendesigns fand ich auch cool. Vor allem die Einhandwaffe für. Also Schwert- und Schildwaffe für. Vom Giginox fand ich richtig nice. Schade, dass es so ein bisschen in Lord untergegangen ist. Weil das sind ja nicht wirklich Variationen, die du hier hast. Das sind halt einfach. Hey, du hast einen Knochenhammer. Hey, wir haben 2 Federn dran geklatscht. Das ist halt.
das Waffendesign von Monster Hunter. Was ich ein bisschen schade finde. Das ist ein bisschen mein. Aber auch so ein bisschen mein Hauptkritikpunkt an dem Spiel. Ansonsten habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Die Interaktion mit der Weltkarte macht mir Spaß. Die Monster sind cool. Dass du auch so ein paar alte Vertraute hast, wie zum Beispiel Diablos und so, dass auch die. Dass sie auch die Statuseffekte nicht getauscht haben, gegen was die schwach sind oder so. Das finde ich halt auch super. Erleichtert definitiv ein, wenn man so im Vorgängerteil gespielt hat. Dann viel Erfolg und viel Spaß und danke, dass du dabei warst. Und schönen Abend noch. Hallo Barat, würdest du bitte verschwinden? Wir haben hier wichtiges Business. Aus irgendeinem Grund habe ich mit Barat einen Teil gebrochen. Ein Barat entdeckt, ja, das ist jetzt nicht schwer. Aua. Chuchu hat mich verpasst. Gott sei Dank. Warum sind die auf mir? Geht auf Kudo. Oh, scheiße. Ich kann verstehen, warum Kudo abhaut. Verstehe ich. Wir machen Kudo nach und hauen ab. Verschwinden ist meine Lieblingsfähigkeit. Hey, aber positiv, es war nur ein Barot und kein, keine Ahnung. Belzebub. Ein Basler. Belzebub vor allem. Damage raushauen. Nein, Katzen, was ist kein Nickerchen? Au. Der Impact mit den Steinen, ey. Holy shit, ey. Kudo bleibt chill. Kudo bleibt chill. Boah. Scheiße. Lass mal den armen Stein los. Hallo, ich möchte gerne ein Verbrechen melden. Der Kudo hat Gefallen an einem Stein gefunden. Das gefällt mir nicht. Alter, ich habe den Stein gerade weggemacht. Really? Willst du dir noch einen Stein holen? Nein? Okay, finde ich gut. So viele Steine. Steinig und schwer. Oh, Kavalierherz. Nice. Huh. Au. Kulu. Kulu. Schön, wie der mich schon anklammt, obwohl ich noch gar nicht hier bin. Zack. Einfach Damage raushauen. Mehr müssen wir nicht machen. Ach.
sagt. Okay. Bitte gib mir Lederhaut. Die Lederhaut sollte eigentlich nicht so selten sein. Eigentlich. Prachtfeder. Hör auf, mir das Zeug zu geben. Schnabel. Hör auf. Noch ein Schnabel. Alter. Chill, Junge. Oh Mann, ey. Ah, mit solcher Art am Funken. Nice. Oh, ich muss dringend aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Ich sehe, was es da gibt. So. Eine Lederhaut. Oh, komm schon. Okay, dann machen wir das nächste Mal fertig. Alter, ich brauche noch zwei. Bruh.